Dieser Baum ist viel zu unterschätzt und bei sehr vielen Gärtnern auch weniger bekannt als andere exotischere Obstbaumsorten, wie zum Beispiel die Feige mit ihren vielen verschiedenen Sorten, die auch unter anderem bei uns in der Klimazone winterhart sind. Und bei den Feigen gibt es auch Facebook-Gruppen, wo man Stecklinge bekommen kann, sich mit anderen Leuten über den Feigenanbau auch austauschen kann. Allerdings ist das Potenzial von dem Kollegen sehr unterschätzt. Den habe ich hier vor 5 Jahren reingesetzt und dabei handelt es sich um eine Maulbeere. Hier im Schrebergarten habe ich ein Klima, was Richtung Moor geht, ist sehr durchwachsen, im Winter auch lange kühl, bis hier die Sonne gut aufheizen kann, weil die Sonne ungefähr 6 Sonnenstunden hier scheint, von früh bis ungefähr Mittag 14 Uhr, weil der Nachbar noch große Bäume hat, die Sonne dann hier fürs Grundstück versperren. Der Boden ist sehr nährstoffreich, merkt man unter anderem an den Brennnesseln, die hier wuchern. Das ist eine Zeigerpflanze für nährstoffreiche und stickstoffhaltige Böden. Und aufgrund dem Hang hier und auch dem Schutz von den ganzen großen Bäumen, die wir hier haben, ist auch der Maulbeerbaum windgeschützt. Und deshalb hat er hier bis auf die Sonne optimale Bedingungen, hier zu wachsen. In den letzten beiden Jahren hat mein Maulbeer einen guten Wachstumsschub bekommen und ist jetzt so gut an die 5 Meter groß. Der andere, der wurde von der Wühlmaus liquidiert. Vor 3 Jahren. Ruhe in Frieden. Und sie hat noch Temperaturen von bis zu minus 25 Grad hier ausgehalten. Und ich habe hier auch eine Feige reingesetzt und die schaut jetzt gerade sehr traurig aus. Die hat nicht überlebt. Den Maulbeer habe ich als Containerpflanze bekommen, war dann gut 2 bis 3 Jahre alt, habe ihn dann hier reingesetzt, ersten 3 Jahre langsam angewachsen und ab dort hat er dann auch die ersten weißen Früchte bekommen. Die werden halt zunächst weiß und werden dann so leicht violett bis vollviolett, dann sind sie auch schön vollreif mit dem höchsten Zuckergehalt. Die Früchte haben keine so starke Süße, einen guten hohen Wasseranteil mit einer pikanten Süßnote, kommt mal je nachdem drauf an, wann du sie halt erntest, weil die Maulbeeren, wenn sie reif sind, brauchst du den Maulbeerbaum nur zu schütteln, dann fallen die ganzen Früchte auch runter. Wenn du einen Maulbeerbaum hast und den ernten möchtest, leg einfach eine Plane unten drunter, schüttel den Baum und die ganzen reifen Früchte fallen dann runter, dann kannst du sie von der Plane schön aufheben. Letztes Jahr hatte ich auch einen Haufen Marienkäfer an dem Baum und die haben sich auch die Früchte schmecken lassen. Andere Insekten und die Vögel sind natürlich auch ganz angetan von den Früchten. Die Früchte wachsen an den Achsen der vielgestalteten Blättern heraus. Mein Maulbeer ist selbst fruchtbar, Ernte von beginnend Mitte Juni bis circa Anfang Mitte Juli. Natürlich je nachdem, wie das Wetter im April und Mai war. Letztes Jahr konnte ich ungefähr 500 Gramm ernten. Da war der Baum aber noch ziemlich buschig. Ich habe ihn danach der Ernte ausgelichtet und ausgeschnitten. Und jetzt trägt er um einiges mehr, ich glaube 4 bis 5 Mal mehr. Von daher dieses Jahr gut 2,5 bis 3 Kilo, welche ich erwarten kann. Das Gute an Maulbeerbäumen ist, dass sie zu industriefesten Gehölzen gehören. Das heißt, die können auch in Städten kultiviert werden, wo ich auch schon einige sehen konnte, zum Beispiel in Würzburg. Der Maulbeer gehört zu den Herzwurzler und holt sich dann mit der Zeit das Wasser von den tieferen Schichten. Dadurch hat der Baum dann weniger Probleme mit Trockenheit, wenn er dann eine entsprechende Größe erreicht hat. Je nach Sorte kann der Baum bis zu 15 Meter groß werden. Von daher sollte man auch aufpassen, dass man dem Baum einen entsprechenden Platz auch gibt, wenn man den bei sich im Garten hat. Das ist halt deshalb wichtig, dass der Baum sich frei entfalten kann und eine schöne Krone und Leitäste ausbilden kann. Wenn man halt zu nah an einem Haus von oder an einem anderen Baum setzt, dann bildet sich ja keine schöne Krone aus und wird dann mehr eingeengt. Außerdem habe ich festgestellt, dass die Äste von einem Maulbeer ziemlich flexibel sind, besonders bei den Bäumen, die ich in Costa Rica gesehen habe. Die Äste, die konntest du ordentlich biegen und konntest auch zum Teil ein schönes Spalier oder ein Tor umranken lassen. Also mit denen kann man schon einiges machen. Allerdings wurden diese Bäume in Richtung eines Busches kultiviert und nicht so, wie ich das gemacht habe. Wenn dein Baum noch recht jung ist, können einige Raupen und auch Schnecken ein Problem für ihn darstellen. Wenn er eine gewisse Größe erreicht hat, dann weniger. Und bei halt sehr kalten und feuchten Wetter kann es dann auch passieren, dass er Mehltau bekommt. Habe ich jetzt bei meinem noch nicht feststellen können. Rückschnitt und Vermehrung. Vor allem bei meinem Maulbeerbaum in der Klimazone ist es sehr zu empfehlen, den Rückschnitt im Frühjahr zu machen, denn durch die Schnitte entstehen halt dann auch die Wunden und es ist halt hier recht feucht im Herbst, Winter und auch zeitig im Frühjahr. Das heißt, da können sich dann viel schneller Pilze und Krankheiten ansiedeln. Das möchte ich halt eher vermeiden oder an kühltrockenen Wintertagen. Wichtig beim Schnitt ist, dass man den Baum auslichtet und
Licht in den Baum reinbekommt, vor allem in die Krone. Wenn man das nicht macht, der ist ziemlich wuchsfreudig, wird halt ein großer Busch und die Früchte werden dann auch nicht so schön, werden nicht so süß und das kann auch zu Lasten der Menge einhergehen. Von daher gucken, dass halt man zum Beispiel Konkurrenztriebe zur Krone rausnimmt, wenn die Sachen alles zu eng sind, entfernen, wenn Triebe in den Baum reingehen, die rausschneiden, gucken, wenn Äste sich überlappen, stärkere Rückschnitte bei etwas größeren Ästen vermeiden. Sowohl die jüngeren als auch die älteren Triebe können dann Wurzeln bilden. Kommen wir noch ganz kurz zu den spezifischen Sortenunterschiede. Die schwarzen sind etwas süßer und wuchsfreudiger als die weißen, während gegen die weißen dann eine bessere Winterhärte haben. Es könnte auch sein, dass deshalb mein schwarzer Maulbeer hier drauf gegangen ist, wegen dem starken Winter, den wir damals hatten. Es gibt auch spezifische Maulbeersorten, die für den Kübelanbau geeignet sind. Die werden dann ungefähr 150 cm. Das ist halt immer ein bisschen wichtig bei den ganzen Sorten, die man halt auch hat. Wie bei anderen Sorten, Apfel, Birne, Zwetschge, Pfirsich. Welche Eigenschaften die spezielle Sorte hat, wann die denn in die Früchte trägt, wie ertragreich sie ist, welche Größe sie hat, welche bevorzugte Standorte und alles. Sie hat deswegen einfach immer mal gucken. Ja, deshalb sich immer schön über die Sorten informieren. Dann ist man auf der sicheren Seite. Außer du willst die Überraschung spielen, dann kannst du auch würfeln. Ja. Dieser Baum hat mich nicht enttäuscht. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und du kannst ihm auch eine Chance geben. Wird sich bestimmt auch für dich lohnen. Einen schönen, wuchsfreudigen, kräftigen Baum haben, der für dich gut ist, auch für die Tiere, Insekten und vielleicht mal ein bisschen etwas Exotischeres als vielleicht Apfel, Birne oder auch Zwetschgen. Kannst ein bisschen bei deinen Nachbarn angeben. Du bist anders. Ich bin nicht wie ihr. Wenn du dich noch weiter von anderen Gärtnern abheben möchtest, kannst du auch hier die spannenden eingeblendeten Videos angucken, die dir auch nochmal weiteres Wissen zum Thema Permakultur vermitteln, um auch so einen schönen, wunderbaren Baum anzupflanzen und den Vögeln zuzuhören, während sie singen und in der Sonne zu sein. Ich wünschte, Deutschland hätte das ganze Jahr durchgehend Sommer, wenn wir so ein tropisches Klima hätten. Das wäre schon cool. Das wäre geil.